Sei verstanden, wer kommt jetzt? Majestät, ich finde, es ist hoch an der Zeit, einmal über Europa zu sprechen. Aha. Glauben Sie, es interessiert jemanden in Österreich? Nun, Majestät, wir können es ja versuchen. Aha. Die Abgeordnete zum Europäischen Parlament, Claudia Gamon. Und etwas aus Europa. Socken? Aber europäische Socken. Setzen Sie sich mal hin. Sie hat uns Socken mitgebracht. Spezielle Socken. Nicht irgendwelche Socken. Die stehen für unser gemeinsames Europa. Ja, aber das sind Socken. Also trägt Eure Majestät keine Socken? Doch, aber nicht immer. Aber die werden Sie gerne tragen. Ja, forttragen. Husch. Die kommen in eine ganz spezielle Sockenablage. Die werden beide von der Waschmaschine gefressen. Woher kommt sie denn eigentlich? Aus dem Vorarlberger Oberland kommt sie. Vorarlberger Oberland? Das heißt, ihr habt ein Vorarlberger Unterland auch? Es ist sehr kompliziert. Ja, deswegen fragen wir. Ja, da kommen auch die ganz großen Liebesgeschichten her, ob jemand vom Oberland auch jemanden von Unterland kennenlernen kann. Da ist einfach viel Platz dazwischen und die Gräben sind tief. Hat Sie schon jemanden kennengelernt? Ja, es kann sein, dass ich vielleicht einen Unterländer kennengelernt habe. Wirklich? Ist sie sich nicht sicher? Doch, aber dadurch bin ich dann vom Oberland ins Unterland gekommen. Das ist wirklich das Unterland, ja. Da hat Eure Majestät natürlich vollkommen recht. Ausgezeichnet. Wie alt war sie denn, als sie in die Politik gekommen ist? Sie ist jetzt 30. Wirklich? Sie schaut viel jünger aus. Dankeschön. Ja. Und damals war sie? 20. 20, mit 20. Das ist ja ein Wahnsinn, mit 20. Haben wir da vielleicht ein Foto, wie sie damals ausgeschaut hat? Ja, sehr wohl, Majestät. Sie war laut eigener Aussage jung und willig, in die Politik zu gehen. Hofbildstelle, bitte! Ja, sowas bedenkt man halt nicht, wenn man sowas postet, dass das dann 10 Jahre später in einer Fernsehsendung sein könnte, ne? Jung und willig. Gefällt das Eurer Majestät nicht? Nein, schon lange nicht mehr. Wir sind zu alt für den Blödsinn. Für die Politik oder für was anderes? Nein, für alles. Wir sind fertig mit dem Blödsinn. Weil der Amerikaner sagt, der Mann ist nur einmal jung. Ne? Aber wenn man das richtig macht, das ist einmal genug. Wir haben es richtig gemacht, das ist genug. Ne? Welche Partei war dann willig und hat sie genommen? Die Neos. Die Neos, ja, die haben ja Leute gebraucht. Da können wir uns erinnern, da war ja jemand einmal da von den Neos. Wie hat denn der geheißen, der Gründer? Ha? Majestät, meinen den Gründer der Partei der Neos? Ja, das ist Herr Strolz, ebenfalls ein Vorarlberger Hofbildstelle. Bitte, Matthias Strolz. Muss man Vorarlberger sein, um bei den Neos zu landen? Oder hilft es einfach nur? Es ist durchaus ein Bonus. Es ist ein Bonus? Auf jeden Fall. Weil der Gründer sich dann mit einem unterhalten kann. Ne? Ihr habt jetzt eine Art Geheimsprache, ihr Vorarlberger. Ja, Mold ist richtig, ja. Mold ist richtig, ja. Aber vielleicht kann sie uns helfen, Seifenstein, vielleicht kann sie uns helfen bei der Übersetzung von dem Lied, das wir so gerne hören, wo wir den Text nicht verstehen. Ah, Majestät, meine das Lied aus Vorarlberg. Ja, genau, sie als Vorarlbergerin kann das vielleicht übersetzen. Seifenstein? Sehr gerne, Majestät, Hofbildstelle, bitte. Glückkehr, und schon hat er mich gesehen. Kuni, seht ich's zu, et Vater, ich tu nämlich zu mir leider. Aus. Ja, das wissen wir eh, was das heißt. Aber der andere Teil, wo wir nicht verstehen, was er da sagt, noch die andere Stelle. Aber es ist nicht die andere Passage. Ja. Hofbildstelle, bitte. Der nachhuckt und Deutscher Koch, a seht. Achtung.
ich kann dich mitnehmen bis nach Mellau. Von da an musst du schauen, wie du selber weiterkommst. Und jetzt steig ein und mach das Fenster auf, es stinkt. Danke. Direkt in die Luft, sie fix. Was hast du es? Ich hab keine Ahnung. Versteht keiner. Also Vorarlbergerisch kann ich gut übersetzen, wirklich? Aber das... Wir wissen sogar, was ein Gardeschopf ist. Was ist es denn? Das ist eine Veranda. Mhm. Vor dem elterlichen Schlafzimmer, hat man mir gesagt. Genau, wo man ruhen kann, wenn man zu spät nach Hause kommt, sich nicht mehr traut, hineinzugehen und eventuell etwas auszuschlafen hat. Also quasi eine Ausnüchterungszelle. Quasi, ja. Das heißt einfach, im Westen heißt alles anders. Nein, aber sowas gibt es ja im Osten gar nicht. Das ist eine großartige Erfindung, dass man ein Schlafzimmer hat für einen Rausch. Ein eigenes Rauschzimmer. Ja, total, ja. Wir sind wahrscheinlich braucht ihr ja das in Vorarlberg auch, ne? Vielleicht redet ihr ja genau deswegen so komisch. Wir würden es nie wissen, oder? Ja, ich weiß auch nicht. Was hat sie denn vor mit der EU? Was ist ihr Plan? Ihre Vorstellung ist eben ein stärkeres gemeinsames Europa, vielleicht irgendwann Vereinigte Staaten von Europa oder Republik Europa, wie ich immer man es nennen mag. Aber was schon auch noch offen ist, ist, wer steht dann an der Spitze dieser Vereinigten Staaten von Europa? Vielleicht wäre das ja was für Eure Majestät. Wie könnten Sie sich das vorstellen? So ganz Europa? Ja, wenn die ganz höflich bitte sagen, sagen wir... Na, sicher nicht. Europa retten geht sie heute nicht immer aus. Die Haken, so viele unterschiedliche Sprachen. Das ja, die wären kein Problem. Also, okay. Wir sprechen ja ein paar. Nicht? Aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Bleib neutral. Eure Majestät. Wir bleiben neutral und genießen. Schaut, wenn wir an einer europäischen Armee teilnehmen, denn ich sage, wir Österreicher, wir sind fürs Offizierscasino zuständig. Wir machen die Gulaschkanonen und den Rest machen die anderen. Und da wird der österreichische Hof darum bitten, dass sie diese Botschaft jetzt nach Brüssel bringt. Das heißt, sie darf sich zurückziehen, aber sie muss auch einmal ein bisschen brav sein, gell? Dankeschön. Sehr verständlich. Wissen Sie, als ob es nicht schwierig genug wäre, Österreich zu regieren. Jetzt müssen wir uns Europa auch noch umhängen. Das ist ja furchtbar. Zuerst müssen wir mit Josch saufen, weil der das nicht kann. Dann mit ihr...